Worauf kommt es an bei der Leasingrückgabe? Darüber sprechen wir heute mit einem Kfz-Gutachter. Wir sind jetzt schon bei der nächsten Folge. Das ist mir noch eingefallen, Thema Reifenprofil. Ich meine, wenn man jetzt 2-3 Jahre fährt, das ist ja unwahrscheinlich, aber der eine oder andere gibt ja doch mal Gas. Wie viel Profil muss denn drauf sein bei der Rückgabe? Ja, also man hat ja hier immer so tolle Markierungen im Reifen. Das ist das Mindestmaß und das sollte auch noch drauf sein. Okay. Also Beschädigung ist auch ein Thema, also die Flanken sollten nicht kaputt sein. Ansonsten wird das auch sofort moniert. Aber gut, das ist jetzt hier ein Auto, was ein bisschen leistungsstärker ist. Da ist die Wahrscheinlichkeit schon gegeben, dass die halt mal runtergefahren sind. Aber in aller Regel, wie du schon selbst sagst, in den normalen Jahren, man wechselt ja auch immer noch zu Winter und Sommer, sind die eigentlich nicht abgefahren. Ja. Das zum Thema Reifen. Wie ist es eigentlich mit den Reifen an sich? Ich kaufe ein Auto, habe Reifen drauf, sagen wir Sommerreifen, rüste auf Allwetterreifen um. Welche Reifen muss ich zurückgeben? Die Reifen, mit denen das Auto ausgeliefert wurde. Okay. Ja, also, und ich glaube auch selbst da passt der Hersteller nachher nicht mehr auf. Ja, hat er bei mir auch nicht. Er hat meine Allwetterreifen mitgenommen und die Sommerreifen liegen hier noch um die Ecke. Aber war jetzt auch mal eine interessante Frage, weil für viele ist es ja so, ich zum Beispiel. Gut, jetzt hatten wir wirklich mal Winter, aber Berliner Winter kommst du eigentlich mit Allwetterreifen, mit normalen Autos ganz ja, gut klar. Definitiv. Und dann habe ich einfach vergessen, die wieder umzuziehen, aber es ging gut. Ist ja nachher auch eine Frage, wie man unterwegs ist. Also ich meine, wenn man jetzt mit einem Sommerreifen im Winter fährt, funktioniert super, ja? Ja. Bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann wirklich anfängt zu schneien. Und dann hat man jetzt noch das Problem, dass man einen Unfall baut oder jemand anders einem reinfährt. Und schon hat man ein Problem, weil wenn die Polizei pfiffig ist, sieht sie das, dass man mit Sommerreifen unterwegs ist und wird sagen, okay, du fährst hier mit Reifen, die jetzt zu dem Wetter gerade nicht passen. Und man hat dann halt auch eine Verpflichtung. Also man muss mit Winterreifen dann halt einfach fahren. Dann hast du das Problem, dass man sich nachher vielleicht darüber unterhält, dass man eine Teilschuld bekommt. Und das will man, glaube ich, nicht haben. Das heißt, man ist mit dem Wechsel schon immer ganz gut bedient. Also wenn man das nicht machen will, dann ist man mit dem Allwetterreifen bestens bedient. Ja? Ja. Weil man hat die Schneeflocke drauf und fährt dann halt gesetzeskonform durch die Gegend. Ja, ein Klassiker, nachdem wir natürlich auch immer gucken, wenn Kunden kommen, sind Dellen. Ja. Wie ist es da? Gibt es da eine Toleranz oder müssen Dellen immer raus? Nee, Dellen müssen raus. Also ist klar, fällt sofort auf und muss beseitigt werden. Ja? Also Dellendrücke aufsuchen oder euch ansprechen und dann wird der Sache angegangen, kann man meistens dann halt drücken und dann bleibt auch nichts mehr da. Ja, kommt jetzt auf die Größe und Tiefe an der Eindellung, aber muss auf jeden Fall beseitigt werden. Hm. Jetzt nur der Vollständigkeit halber, weil wir gerade hier stehen, manche stehen ja noch so ein bisschen auf Versportlicherung des Autos, dass wir es mal gesagt haben, jegliche Anbauten, Umbauten müssen mit Sicherheit entfernt werden, nehme ich an. Müssen entfernt werden oder man spricht es halt einfach mit dem Händler ab. Also es gibt auch Händler, die sind da kulant und sagen, Mensch, du hast da jetzt hier was angeschraubt, aber es tut der Sache keinen Abbruch. Sieht cool aus. Sieht cool aus, genau. Ja. Wir können es weiterverkaufen, lass es doch dran. Ja. Ja. Also da muss man einfach darum der Sache halt einfach Zeit geben. Und wie gesagt, ich würde immer einen Monat einplanen, rechtzeitig hinfahren, Sachen ansprechen und dann hat man nicht das böse Überwachen, wenn man sozusagen den letzten Tag da hat. Weil dann ist das Auto weg und man hat den Zettel vor sich, wo eine Summe draufsteht, entweder ist man glücklich damit oder auch nicht, meistens nicht. Und kann dann halt nichts mehr machen, außer man sagt, okay, man verlängert. Ja. Wenn der jetzt kulant ist, sagt er, alles klar, wir können einen Monat verlängern und dann hast du vielleicht nochmal Zeit, da ein paar Sachen zu beseitigen. Aber die wenigsten machen das ja. Also dann ist das Kind im Brunnen gefallen. Weil ich hier gerade so reingucke, wie ist es denn im Innenraum? So typischerweise Lederabrieb, irgendwelche Druckstellen. Ja. Ist es noch normale Benutzung oder schon drüber? Also auch da wieder gibt es Broschüren oder steht in der Broschüre drin, was zählt als normale Gebrauchsspur und was ist halt einfach drüber. Ja? Also wenn ich da jetzt einen Schlüsselkratzer drauf habe oder der Klassiker beim Lenkrad vielleicht mit dem Ring oder mit der Uhr, mit dem Armband hängen geblieben bin und dann tiefen Kratzer drin habe, dann kann es passieren, dass der Händler sagt, okay, das ist jetzt hier aber doch zu doll und da müssen wir was machen. Beim Runterfahren sind mir jetzt gerade so Schlieren aufgefallen. Ich glaube, es sind keine Kratzer, sind aber auch typisch. Was würdest du zu so einem Schadensbild sagen? Ja, kommt meistens, jeder kennt es, man parkt in der Seitenstraße, ein Schneemobil fährt vorbei und wirbelt mal lustig die Steine hoch und die sammeln sich dann hier schön in dem Wasserablauf zwischen der Dichtung und man macht mal schön die Fensterscheibe runter und hört
So, und hat Kratzer in der Scheibe. Auch da wird wahrscheinlich untergehen, also wird wahrscheinlich keinem auffallen. Aber wenn sie richtig massiv sind und vielleicht sogar das Sichtfeld in irgendeiner Form hier einschränken, also dass man halt den nicht mehr gut rausschauen kann, dann muss es behoben werden. Ja? Also würde ich nicht sofort was machen, aber kann natürlich auch, je nachdem, wie doll es ist, angesprochen werden. Ne? Und muss ich das selber machen oder kann man das auch über die Versicherung abrechnen? Ja, da wird es wahrscheinlich ein bisschen schwer, weil man da natürlich auch eine gewisse Sorgfaltspflicht hat, zu gucken, dass man jetzt hier keinen Stein drin hat. Keinen Stein drin hat und das kein direkter Steinschlag ist. Ja. Also ein Steinschlag hat es halt wirklich eine punktuelle Beschädigung und da ist es ja einfach so, dass durch die Verunreinigung der Schaden entstanden ist. Mhm. Ja. Also das wird schon schwieriger auf jeden Fall. Ja. Gleiche gilt dann wahrscheinlich bei der Frontscheibe. Wir kennen es ja, diese typischen Kratzer-Schlieren, wenn man mal nicht aufpasst. Ja, genau. Der Eiskratzer. Genau. Auch das gleiche Thema. Ne? Wenn kein Steinschlag da ist, genau. Muss ich selber ran. Richtig, ja. Also alles, was ich da in irgendeiner Form dem Auto selbst zufüge, bezahle ich halt auch selbst. Ja. Aber klar, der Steinschlag... auch da natürlich rechtzeitig handeln. Also wenn ich einen Steinschlag habe, dann lieber die Selbstbeteiligung, wenn man sie hat, in Kauf nehmen, als sozusagen abzugeben und dann die komplette Rechnung zu bezahlen. Hier am Dach sehe ich zwei Dinge. Zum einen eine Folie, ganz interessantes Thema, da sprechen wir gleich drüber. Meine erste Frage, ich sehe halt hier Flecken. Das Auto ist frisch gewaschen. Wie ist es denn mit dem Verschmutzungszustand? Was ist denn, wenn ich da mit einer 4 Jahre nicht gewaschenen Karre ankomme? Ja, das ist, also klar, 4 Jahre nicht gewaschen ist bisschen nicht so schön. Ne? Aber man sollte vorher schon durch die Waschstraße mal fahren, dass die Leute auch eine Chance haben, sich das Auto vernünftig anzugucken. Und wenn das nicht gegeben ist, werden die das wahrscheinlich auch selbst machen. Also die meisten Autohäuser haben eine Waschstraße, fahren es dann halt durch. Dann kann sich derjenige, der Sachverständige oder derjenige, der damit beauftragt ist, sich das Auto anzuschauen, vernünftig angucken. Das heißt, ja, Folie ist ein Thema. Weil das ist auf jeden Fall, glaube ich, keine Folie, die vom Werk aus geklebt wurde, sondern nachträglich sieht man auch, das ist jetzt nicht die beste Qualität der Folie. Auch da, wie vorhin schon angesprochen, ist einfach vorher ansprechen, mit dem Autohaus sagen, passt auf, ich habe da eine Folie aufgebracht. Wie schaut's aus? Kann ich die drauflassen? Soll ich die entfernen? Und dann wird man ja sehen, was der Händler sagt. Also, so würde ich es machen. Es kann natürlich immer sein, dass sie sagen, nee, mach die mal ab, weil darunter könnte ja ein versteckter Schaden sein. Ja? Also man könnte irgendwo hängen geblieben sein oder wie auch immer. Und dann hat der Händler irgendwann das böse Erwachen, wenn er die dann doch mal abzieht oder der neue Eigentümer. Ja? Also das gleiche auch für Steinschlagschutz vorher. Genau, was typisch einfach nachfragen und wie immer rechtzeitig. Jetzt wollte ich gerade schon zum Fazit mit dir kommen. Hab aber hier noch mal so einen Kratzer gesehen. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen einordnen, ab welcher Kratzertiefe muss man denn damit rechnen, dass da Kosten entstehen? Ja, also alles, was ihr wegbekommt, geht durch. Also ist kein Problem, weil auch im Zweifel ein Autohaus eine Poliermaschine hat und das versucht irgendwie wegzubekommen. Aber hier hat man ja, hier unten, das ist halt wirklich ein Thema, da kann man nichts mehr machen. Man kann ihn tupfen, klar, man kann es verschönen, aber du wirst ihn nie zu 100% mehr wegbekommen. Und es bleibt halt ein Restschaden da. Und da muss man halt was machen. Aber hier in dem Fall, denke ich, das kriegt man, da seid ihr die Experten, gut wegpoliert und es bleibt nichts zurück. Ja, okay. David, erstmal vielen Dank dafür. Ich würde jetzt einfach einmal schildern, wie wir bei Leasing-Aufbereitung vorgehen, wenn der Kunde kommt und du sagst mal, was du als Gutachter von dem Vorgehen hältst. Also nehmen wir an, der RS3 kommt jetzt zu mir als Kunde und würde sagen, er müsste ihn in einem Monat im Idealfall zum Leasing zurückgeben. Würde ich mit ihm im gewaschenen Zustand ums Auto rumgehen, offensichtliche Schäden festhalten, würde sagen, pass auf, da würde ich dir empfehlen, vorher das beheben zu lassen. Das Autohaus muss es gar nicht erst wissen, wenn da irgendwas Größeres ist. Und wenn so Zweifel oder Sachen sind, wo man sich nicht ganz sicher ist. Ne? Vielleicht auch so einen kleinen Punkt. Sehen die das denn überhaupt? Ne? Würde ich halt sagen, komm, wir machen einen Tupfer rein, bring dein Auto mal hin, lass das mal bewerten, mach das, was die sagen, lass das aber vorher machen. Und dann bringst du das Auto nochmal zu uns und wir bringen das Auto in einen gepflegten Zustand. Ich sage den Kunden meistens, macht keinen Sinn, hier großartig den Lack zu polieren, weil wie du auch erklärt hast, da fühle ich mich schon ein bisschen bestätigt, das, was durch Politur entfernt werden kann, berechnet das Auto aus eh nicht. Und mir geht es eher darum, dass wenn der Wagen dann zurückgeht und der Gutachter drauf guckt, das Gefühl hat, Mensch, das Auto wurde ja immer gewaschen, immer gepflegt, Einstiege sind sauber, die Felgen, also dass einfach wie ein gepflegtes Auto aussieht. Und was halt ein kleines Kratzerchen drin ist oder auch kleinen Flecken wie jetzt auf der Haube, würde ich ehrlich gesagt einfach so lassen. Damit der Kunde auch einfach Geld spart. Er kann natürlich bei mir nochmal 500 € ausgeben, aber wenn das Autohaus es eh für ihn macht,
finde ich das nicht so sinnvoll. Wie stehst du dazu? Finde ich super. Ist eine ehrliche Geschichte, weil ihr könntet den Kunden ja viel, viel, viel mehr verkaufen. Also genau so würde ich es machen. Auch das mit dem Tupfen ist eine super Idee. Also ich würde es auch tupfen und bestmöglich aufpolieren, sodass es vielleicht halt wirklich einfach runtergeht. Und vielleicht hat man Glück und derjenige, der sich das Auto anguckt, hat halt einfach einen schlechten Tag oder einen guten Tag für uns und sieht es halt nicht oder sagt einfach, Mensch, das ist so toll gemacht, das passt für uns. Ja. Und dann passt das. Ja. Also ich finde das Vorgehen genau richtig. Super. Vielleicht abschließend nochmal, gibt es Leute oder Arten von Autofahrern, denen du kein Leasing empfehlen würdest? Ja, also Hundebesitzern oder vielleicht Leuten, die junge Kinder haben, die einfach, wo einfach schon klar ist, die werden drinnen Sachen zerstören oder der Hund beim Ein- und Aussteigen macht dann den Lack kaputt. Also klar, man kann immer irgendwie Decken drunter legen oder man kann sich so eine Ladekantenschutzkante da kleben lassen oder, aber es kommt wahrscheinlich auch immer auf die Person drauf an, aber man sollte sich halt rechtzeitig Gedanken darüber machen, weil das Autohaus verzeiht nichts. Ja? Die wollen halt einfach das Auto zurücknehmen und das in einem Zustand, wo sie es am besten gleich wieder irgendwo hinstellen können und bepreisen können und dann wieder verkaufen. Und wenn das nicht ist, dann berechnen sie die Sachen halt zu ihren Konditionen. Und das sind nun mal die ganz normalen Konditionen, als wenn da irgendwie ein Schaden halt dran ist. Ja? Da machen sie keinen Unterschied, ob du das Ding da irgendwie 3 Jahre groß bezahlt hast, sondern die Schäden sind da und dann heißt es, okay, muss lackiert werden und Stundenverrechnungssätze sind saftig unterwegs. Das heißt, hier in dem Segment sind wir über 200 Euro die Stunde, wenn der Mechaniker anpackt. Und so eine Türlackierung wird wahrscheinlich in Richtung 2000 Euro gehen. Also, und da muss man halt überlegen, ob man das will. David, vielen Dank nochmal für deine Expertise. Für alle, die dich jetzt genauso sympathisch fanden wie ich, was machst Danke. Du genau? Unfallgutachten ist eigentlich mein Hauptthema. Das heißt, ich erstelle im Schadensfall, euch fährt jemand ins Fahrzeug, Unfallgutachten für die gegnerische Versicherung. Okay, das heißt, wir haben noch ein paar spannende Themen. Wenn ihr sagt, ihr habt Lust, noch ein bisschen mehr von David zu hören, auch zum Thema Unfallgutachten, vielleicht auch Youngtimer, Oldtimer, Autobewertung im Allgemeinen, was können wir noch machen, Lackschichtdickenmessung, also alles so Themen, die wirklich mit einem Sachverstand bearbeitet werden, schreibt es gerne in die Kommentare, dann machen wir auf jeden Fall noch was. Super. Ich danke dir, dass du hier warst. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.